Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, die ich tatsächlich mit einer neuen Kamera von mir aufnehme. Und an der Stelle würde mich echt mal euer Feedback interessieren, ob ihr überhaupt einen Unterschied seht. Und wenn ihr einen Unterschied seht, ob euch der Unterschied gefällt, bitte alles mal in die Kommentare rein. Und dann fange ich auch schon direkt an mit dem ersten Titel, der bei mir auf dem Lesestapel liegt, was jetzt hier der Megaband der Batman-Superman-Team-Up-Serie ist. Und ihr seht schon richtig, das ganze Ding ist komplett ohne Nummerierung erschienen. Und ich dachte tatsächlich, dass hier drin ist einfach die komplette Batman-Superman-Team-Up-Serie, zumindest die aktuelle drin, abgedruckt wurde, und habe dann hinten drauf gesehen, dass hier drin die Hefte 7 bis 15 und das erste Annual drin sind. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich den ersten Band verpasst. Habe dann mal auf panini.de geguckt und habe festgestellt, es gibt gar keinen ersten Band dazu. Vielleicht war der erste Teil einfach nicht besonders nennenswert, weswegen sich Panini dazu entschieden hat, den einfach nicht zu veröffentlichen. Oder, was wahrscheinlich viel eher der Fall ist, es wurde in einer anderen Serie mit abgedruckt und das Ganze ist an mir vorbeigegangen, steht vielleicht sogar schon bei mir in der Sammlung oder liegt noch auf dem Lesestapel. Und falls der oder die ein oder andere unter euch da besser Bescheid weiß, bitte an der Stelle mal in die Kommentare reinschreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass so gut ist der Acer, falls du gerade zuschaust, das bestimmt weiß, und da wäre ich echt dankbar, das in den Kommentaren mal erfahren zu können. Und vielleicht ist auch einfach ein anderer Megaband unter dem Titel Sonderband erschienen und ich habe das ganze Ding einfach nicht mehr auf dem Schirm. Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann ist jetzt hier das Finale von King in Black bei mir zu Hause angekommen mit einem übertrieben fetten Cover und ich bin gespannt, ob das Finale jetzt auch so gut ist. Auch was die Qualität der Tie-Ins angeht, bin ich echt gespannt. Beim ersten Band hat das Ganze wunderbar funktioniert. Man hatte ein echt gutes Heft zum Hauptevent und das Event wurde so ein bisschen weiter nach vorne gebracht, aber dadurch, dass halt so viele Tie-Ins mit in den Bänden abgedruckt werden, ist das ganze Ding halt so eine Storyline, die so ein bisschen auf der Stelle geht, gefühlt, weil man halt so viel Blick auf so viele verschiedene Charaktere geworfen bekommt. Mir persönlich gefällt das richtig gut, zumindest hat es mit dem ersten Trade echt gut funktioniert und ich bin gespannt, ob die Tie-Ins jetzt auch in dem zweiten, dritten und vierten Band genauso gut sind wie an den ersten. Ich denke mal, ich werde mir nächstes Wochenende mal so ein kleines King in Black Wochenende machen, die drei Trades lesen, die ich noch lesen muss davon, plus den finalen Band von Venom, den man so erstmal zur Hälfte lesen soll, und das letzte Kapitel daraus sollte man erst nach King in Black lesen, wenn ich die Reihenfolge gerade richtig auf die Kette bekomme. Dann wiederum geht es weiter mit Hellblazer. Die meisten von euch wissen es schon, ich bin ein riesiger John Constantine-Fan, muss aber sagen, dass der erste Band dieser Black Label-Serie zwar gut gewesen ist, aber nicht so gut wie alles andere, was ich bis jetzt vom guten John Constantine gelesen habe. Trotz dessen gut genug, dass ich mir den dritten Band jetzt auch noch gekauft habe und ich denke mal, ich werde mir dann den zweiten und dritten Band am Stück reinziehen. Und das wiederum gilt auch für Klaus von guten Grant Morrison. An der Stelle große raus an den guten Party-Ninja, der mich die letzten Jahre immer wieder darauf hingewiesen hat, dass ich mir doch endlich mal von Grant Morrison Klaus reinziehen soll. Und Panini hat jetzt einen Reprint gemacht der beiden Bände, die schon mal als Softcover erschienen sind, und hat das ganze Ding jetzt nochmal als Hardcover rausgebracht. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, werde mir da mal Klaus reinziehen. Und für mich wird das dieses Jahr auch tatsächlich dann die erste Weihnachtsgeschichte sein, die ich mir reinziehe. Und bin richtig gespannt, werde wahrscheinlich jetzt direkt nach diesem Video reinziehen. Ich bin zwar gerade noch am ersten Massivband von Naruto dran, oder besser gesagt von Yu-Gi-Oh! Genau genommen. Und da muss ich jetzt noch so circa 100 Seiten lesen. Und wenn ich das getan habe, werde ich mich direkt auf den ersten Band von Klaus stürzen. Dann geht's weiter mit X-Men Heft Nummer 25 aus der Feder vom guten Jonathan Hickman. Und für mich persönlich wird das jetzt hier erstmal das letzte Heft sein. Nicht, weil ich die letzten Hefte schlecht fand, sogar eher im Gegenteil. Ich finde das, was Hickman bis jetzt bei den X-Men abgerissen hat, großartig. Aber ich möchte ihn dann doch lieber im Trade-Format lesen und dachte mir jetzt, okay, wo X of Sword durch ist, werde ich definitiv auf die Trades zurückgreifen, was dann für mich persönlich den Hickman-Run in meiner Sammlung echt recht krass durcheinander würfelt, weil ich habe dann den Start als Trade, dann ein ganzes Stückchen Hefte und dann geht's wieder mit Trades weiter. Aber mich stört das nicht besonders und Hickman ist halt echt so ein Autor, den man am besten im Stück genießt, weswegen ich auch die Hefte, die ich auf dem Lesestapel liegen habe, echt krass gesammelt habe. Ich glaube, ich musste jetzt so 5, 6 Hefte, wenn nicht sogar 10 Hefte am Stück lesen, bis ich da wieder auf aktuellen Stand bin, plus die ersten beiden Trades, die ich mir auch am Stück reinziehen möchte. Und Hickman, begnadeter Autor, und ich habe echt die große Hoffnung, dass sein X-Men-Run für mich auch so ein Goldstück in der Sammlung wird, wie es ja mit seinen Avengers auch ist, die er ja grandios geschrieben hat, wo er echt am Anfang ein paar Puzzlestücke gesetzt hat, die dann zum Schluss des Runs unglaublich wichtig wurden. Und ich habe echt große Hoffnung, dass er das mit den X-Men auch macht und dann für mich vielleicht sogar den X-Men-Run schreibt, der für mich dafür sorgen wird, dass alles danach nur noch blasser scheint, wie das auch aktuell mit den Avengers ist, die ja auch aktuell bei mir deswegen nicht mehr im Abo drin sind. Dann geht's weiter mit dem Fantastic Four, die ja aktuell von Dan Slott geschrieben werden, und ist eine Sache, für die ich echt dankbar bin, weil die Fantastic Four ist so eine Gruppierung, die ich unglaublich interessant finde, und gerade in den 90er Jahren, als ich so das Comic-Lesen für mich entdeckt hatte, war das ja so eine
eine Gruppierung, die zu dem Zeitpunkt von Jim Lee gezeichnet und geschrieben wurde, wo ich bei denen eingestiegen bin. Und ich fand es total cool, wie das Ganze designt ist, fand die Charaktere interessant. Parallel gab es dann noch eine Zeichentrickserie, die zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Schippe älter gewesen ist, die ich auch ganz gut fand. Und als ich dann das Comic-Ding wieder für mich neu entdeckt hatte, so um die 2010, war der eben besagte Hickman gerade bei dem Fantastic Four dran, hat aus dem Fantastic Four die Future Foundation gemacht, hat da Spider-Man noch mit reingeholt und der erste Band davon wiederum war insgesamt der dritte Band seines Runs, weil die ersten beiden Bände seines Runs wurden mit in der deutschsprachigen Veröffentlichung im Run von Mark Miller veröffentlicht, wo halt die letzten beiden Bände halt der Anfang von Hickman gewesen sind. Und als ich damals diesen ersten Future Foundation Band gelesen habe, war ich so ein bisschen frustriert nach dem Lesen, weil ich die Geschichte zwar gut fand, aber das Gefühl hatte, dass super viel an mir vorbeigegangen ist, was ich dann Jahre später auch erfahren habe, weil wie gesagt, der Anfang des Runs war halt mit dem Mark Miller Run veröffentlicht worden und ja, ich habe es dann noch einmal später probiert gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wer die Sache geschrieben hat, aber es hatte mir auch nur so mittelmäßig gefallen und dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen und als Dan Slott hier Fantastic Four übernommen hat, war ich direkt Feuer und Flamme, habe den Run immer noch nicht komplett, ich habe davon im Regal nur die Bände 3, 5 und Nummer 2, den ich am Anfang hätte erwähnen sollen, stehen und jetzt halt hier den 7., sprich mir fehlen ein, zwei Bände, aber trotz dessen hat es für mich recht gut funktioniert, weil Dan Slott so eine locker, leichtfüßige Schreibweise hat und obendrauf heute die meisten Story-Arcs ja eh so ausgelegt sind, dass sie über 6 US-Hefte sind, wenn man es danach gebündelt in einen Trade veröffentlichen kann, weswegen man quasi eh alle 6 US-Hefte eine neue Serie oder besser gesagt eine neue Storyline am Start hat. Dann geht's direkt weiter mit den Eternals, die jetzt ja gerade davon profitieren, dass der Kinofilm jetzt, ich glaube, diese Woche in den Kinos landen wird und der Kinofilm ist ja recht umstritten, zumindest bei den meisten Kritikerstimmen, wo ich mittlerweile mehr schlechte Meinungen als gute Meinungen gehört habe, aber ich habe die meisten Kritiken auch nur so überflogen, weil ich mich beim Film erst nicht hart spoilern wollte und die Comics sind großartig und Panini hat jetzt zum einen erstmal von Neil Gaiman und auch den Kosmischer Konflikt Band gereprintet und auf der anderen Seite ist bei Marvel jetzt hier auch eine neue Ongoing gestartet, die jetzt natürlich auch ihren Weg zu uns gefunden hat und ich bin Feuer und Flamme und bin mal gespannt, was das mit den Eternals passiert, wenn sie eine eigene Ongoing haben und man jetzt noch viel mehr Platz hat, die einzelnen Figuren zu entwickeln und auch die Wege der Eternals weiter zu verankern. Dann geht's weiter mit einem Lückenbüßer und zwar Flash Band Nummer 15, der vorletzte Band des Joshua Williamson Runs und Band Nummer 16 und 17 liegen schon bei mir auf dem Lesestapel. Band Nummer 15 ist auch übertrieben dick, muss ich feststellen, als er bei mir zu Hause angekommen ist, hat deswegen auch 24 Euro gekostet und ich habe mir die Tage gekauft gehabt und ja, Flash, große Liebe, Joshua Williams und mein Flash, ein Autor, der an dem wunderbar funktioniert und für mich persönlich sogar den besten Flash-Run abgerissen hat, den ich bis jetzt gelesen habe und das sage ich wohl wissend, dass das Francis Manapul-Ding großartig gewesen ist und auch die Sachen, die Jeff Jones geschrieben hat, die ich dann auch tatsächlich davon gelesen habe, ich habe davon leider nicht alles gelesen, fand ich richtig gut, aber Joshua Williams und mein Flash war für mich persönlich absolute Liebe und das, was er abgerissen hat, war ganz, ganz großes Kino. Dann geht's mit einer Sache weiter, die bis jetzt definitiv großes Kino gewesen ist und zwar geht es ums Black Hammer Universum von guten Jeff Lemire, wo jetzt ja auch ein Crossover erschienen ist und das wiederum ist jetzt bei Panini veröffentlicht worden, weil ihr wisst ja alle, Panini hat die Lizenz für Marvel und DC Comics, weswegen das Crossover zwangsläufig bei DC oder besser gesagt bei Panini Comics rausgebracht werden musste und Panini hat sich dann dazu entschieden, das ganze Ding im gleichen Format rauszubringen, wie der Splitter Verlag die Black Hammer Alben, was ich übertrieben nice finde, sodass man das ganze Ding halt neben den anderen Black Hammer Titeln ein sortieren kann. Ich habe zwar streng genommen eine andere Reihenfolge, was meine Sortiermöglichkeiten angeht. Oh mein Gott, Sortiermöglichkeiten, was ein Wort. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe halt relativ viele Comics, weswegen ich bei mir eigentlich so eine eigene Crossover-Abteilung habe. Sprich, ich werde diesen Band je nachdem gar nicht so den anderen Black Hammer Comics stellen, aber ich finde es richtig schön für Leute, die halt das ganze Black Hammer Universum an einer Stelle stehen haben wollen, dass sie an der Stelle von Panini halt den Band im gleichen Format präsentiert bekommen, wie es halt auch der Splitter Verlag mit den Black Hammer Comics macht. Und ich finde es auch richtig cool, dass das Crossover jetzt endlich bei uns erschältlich ist und ist so mit einer der ersten Sachen, die ich von diesem Lesestapel hier lesen werde. Zu guter Letzt für dieses Video habe ich hier noch den Iron Man in seiner Tony Stark AI-Version, der jetzt in der Shang-Chi Wave erschienen ist. Und ich weiß gar nicht, ob das so in den Kinofilmen drin vorkommt, aber Hasbro macht das ja öfters so, dass sie noch eine Figur mit in die Wave reinpacken, die halt so ansonsten nichts mit den Kinofilmen oder den einzelnen Comics zu tun hat, die halt in dieser Wave maßgebend sind oder titelgebend sind, was an der Stelle halt der gute Shang-Chi ist. Und es ist für mich persönlich tatsächlich nicht der erste Iron Man, der jetzt bei mir in der Sammlung steht, aber der erste Iron
Iron Man in seiner klassischen Comic-Rüstung drin und ich finde, es sieht so unglaublich cool aus. Eigentliches Highlight ist eigentlich der Kopf, der der Figur aufgesteckt wird, wenn man ihn halt so aus der OVP rausholt und das ist an der Stelle schon der titelgebende AI-Kopf, sprich die künstliche Intelligenz von Tony Stark und gerade für Leute wie mich, die schon einige Iron Mans in ihrer Sammlung drinstehen haben, ist es halt ganz cool, wenn man sich dann mehrere so nebeneinander aufstellt, dass das halt so aussieht wie in der Werkstatt von Tony Stark und dann halt noch einen daneben steckt, der halt diesen AI-Kopf drauf hat. Kann ich mir richtig gut vorstellen, so einen kleinen Diorama. Werde ich vielleicht sogar mal machen, wenn ich irgendwann mal einen normalen Tony Stark in Anzug habe, der jetzt gut dann in dieses Diorama reinpassen würde. Und ich muss sagen, es ist vielleicht sogar der coolste Iron Man, den ich bis jetzt in der Hand gehalten habe. Oder zumindest von den Iron Mans, die bei mir zu Hause stehen. Weil ich mag dieses etwas cleanere Design an den Armen, weil normalerweise, ihr kennt das selber von den Marvel Legends-Figuren, strotzen die vor Details und man hat die einzelnen Adern und je nachdem Falten in der Kleidung drin, die Kostüme so mit sich herbringen. Aber an der Stelle hat man halt hier ein komplett cleanes Design überall, dass er halt wirklich so aussieht wie der Iron Man aus den 60er, 70er Jahren und das gefällt mir unglaublich gut. Eins ist das wirkliches Manko ist hier zum Beispiel bei dem Kopf mit der künstlichen Intelligenz, dass wenn man sich die Figur mit dem Kopf draufsteckend von der Seite betrachtet, dass man dann halt das Kugelgelenk durch den Kopf durchsehen kann. Fällt von vorne betrachtet nicht so sehr auf, aber von der Seite. Und was ich persönlich auch ein bisschen schade finde, ist, dass bei den Wechselhänden, wo halt diese Schüsse mit dabei liegen, keine weiteren Schüsse oder besser gesagt Amtsschub. Darstellung beiliegt. Oh mein Gott, den Satz habe ich gerade noch so gerettet. Ihr wisst, was ich meine, weil es wäre auch ganz cool gewesen, wenn die in vierfacher Ausführung mit dabei gewesen wären, sodass man ihn halt auch direkt so fliegend ins Regal stellen könnte. Ist nicht bei jeder Iron Man-Figur der Fall. Ich habe, glaube ich, nur einen einzigen Iron Man in der Sammlung drin, wo halt vier von diesen Antriebsdarstellungen mit dabei gewesen sind, aber der sieht auch tatsächlich am coolsten aus, weil er halt auch so ein Ständer aufgehangen ist. Es sieht so aus, als wenn Antrieb aus den Füßen rauskommt und dann auch noch gleichzeitig aus den Füßen oder besser gesagt aus den Händen, weil ihr wisst, Füße und Hände und nicht Füße und Füße. Ihr wisst, was ich meine. Sieht halt ein bisschen cooler aus und lässt sich dann auch ein bisschen cooler in Szene setzen, aber das ist Meckern auf absolutem Top-Niveau, weil ich finde, der sieht so unglaublich charmant aus und ihr werdet es ja auch selber gesehen haben an der Einblendung oder besser gesagt am Video, was ich euch eingeblendet habe und ich habe es heute ein bisschen mit der Namensfindung von Sachen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, die Figur sieht unglaublich cool aus. Auch die Wechselhände gefallen mir mit den Fäusten, wenn man keinen Bock drauf hat, halt ihn mit solchen Schusseffekten ins Regal stehen zu haben, weil davon ist halt natürlich nicht jeder Fan und mir hat das anfangs auch nicht so gut gefallen bei den meisten Figuren. Mittlerweile finde ich die meisten Figuren mit Schusseffekten und irgendwelchen Sachen, die man dran steckt, immer noch eine Nummer cooler, aber gerade auch so mit den Fäusten lässt er sich halt auch so ins Regal stellen, dass er halt die gleiche Pose hat wie auf irgend so einem klassischen Iron Man Cover und der coolste Iron Man aus meiner Sammlung, wunderschöne Figur und für Leute, die sich einfach nur eine Iron Man Figur ins Regal stellen wollen, würde ich den definitiv empfehlen, aber auch nur dann, wenn er ihn mit Helm ins Regal stellt, weil wenn man sich nur eine einzelne Iron Man Figur holt, ist es bestimmt ein bisschen frustrierend, wenn der Kopf so ein bisschen durchsichtig ist und an der Stelle die künstliche Intelligenz darstellt, weil es sieht ja auch ganz cool aus, wenn man halt den normalen Iron Man Kopf draufsteckt und ihn dann halt den Helm in die Hände drückt, dass es halt so aussieht, als wenn sie sich den Helm gerade anziehen würde. Und ich finde diesen AI-Kopf echt cool, finde es halt echt nur schade, dass sie es nicht irgendwie anders gelöst haben mit dem Kugelgelenk, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders lösen sollte, weil ansonsten hätten sie einfach einen Kopf nehmen müssen und den blau anmalen, dann hat man aber nicht diesen gleichen Effekt, wie man halt hier an der Stelle mit diesem durchsichtigen Material bekommen hat. Und coole Figur, wie gesagt, mir gefällt er besser mit dem Helm drauf, aber wenn ich mir irgendwann mal so ein kleines Diorama aufbaue, kann das richtig cool aussehen, wenn halt Tony Stark dann im Dialog mit seiner AI-Variante steht. So viel zu dem Thema. Ballert mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr euch die Figur vielleicht auch geholt habt und ansonsten würde mich interessieren, was von den Comics auch bei euch zu Hause gelandet ist und ob ihr vielleicht sogar schon das Black Hammer Justice League Crossover auf Englisch gelesen habt, weil das ist, glaube ich, vor mittlerweile 2 Jahren im US-Bereich erschienen und es hat jetzt wirklich eine Weile gedauert, bis das auf Deutsch übersetzt wurde und ich bin richtig heiß drauf, habe richtig Bock drauf. Eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare rein und auch eure Meinung zur neuen Kamera, wie euch die Bildqualität und all das gefällt. Alles in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich noch sehr drüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, Instagram noch abcheckt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!